gleich 7.23 Uhr, oder ist jetzt 7.23 Uhr, besser gesagt, und ich bin jetzt gleich im Stall. Ich bin schon total gespannt, was die Jungs sagen, wie sie heute Nacht geschlafen haben. Und nehme euch einfach mal ein bisschen mit. Ich möchte die heute Morgen schon mal longieren. Schnuppi kann ich noch nicht longieren, da war noch lahm die ganze Zeit und bekommt noch Schmerzmittel. Bis das abgesetzt ist, mache ich mit dem noch nichts. Aber ich habe mir auch gesagt, ich longiere jetzt auf jeden Fall erstmal, einfach, dass sie erstmal ankommen. Dadurch, dass sie gestern auch so ein bisschen aufgedreht waren, ist mir das lieber, als wenn ich mich da jetzt gleich draufsetze und gleich reite. Ich würde sagen, dann sehen wir uns einfach im Stall und ich nehme euch ein bisschen mit. Schon mal Silo, da hängt ein Freund, da hängt ein zweites und jeweils in den Boxen hängt auch noch mal eins. Und ich mache jetzt hier erstmal das Paddock sauber und miste die Boxen. Und dann machen wir weiter. Meine Pferde stört es überhaupt nicht, zu zweit in der Box zu stehen. Dodo und Schlumpfi, denen ist das völlig wurscht, auch wenn die jetzt zwei Boxen zur Verfügung haben, um zwei Tränken, aus denen sie trinken können. Gehen sie lieber zusammen in den Stall und trinken zusammen aus einer Tränke. So, fertig gemistet ist. Heu fressen sie nach wie vor. Inspiziert sind die Boxen auch schon. Ich habe sie noch nicht wieder eingestreut und habe sie offen gelassen, weil sie etwas feucht sind. Ich sammle hier gerade meine Sachen zum Longieren ein und dann longiere ich Emil und Dodo etwas. Ja, und dann schauen wir mal weiter, ob ich dann nach Hause fahre. Erstmal, weil wir haben uns entschlossen, die Pferde gehen heute und vielleicht auch morgen noch nicht auf die Koppel. Einfach weil die ein Stückchen vom Hof weg ist, damit sie erstmal wissen, wo sie zu Hause sind. Außerdem bringe ich sie nicht alleine da jetzt hin, sondern wenn, dann machen wir das zu zweit. Also, dann mache ich jetzt erstmal meine Pferde fertig.
Dodo ist hier noch so ein bisschen sehr gut drauf und hat hier schon einmal den Platz umgepflügt, so etwa. Aber ich longiere die heute ja auch wirklich nur, dass sie einfach so ein bisschen auspowern schon mal und dass sie ein bisschen Bewegung haben, sich das alles angucken können, bevor es dann die nächsten Tage richtig losgeht. Fertig fürs Erste. Ich habe ihn hier unten auch nochmal in Wasserbottich nach draußen gestellt. Und wir haben noch Silo zum Fressen und bleiben halt eben heute den ersten Tag hier nur am Stall und morgen geht es dann das erste Mal auf Koppel. Heute Abend komme ich und streue die Boxen noch ein und fütter sie dann. Ja, aber da hinten ist Emil gerade in die Box gegangen. Jetzt geht Dodo schauen. Das ist immer so. Also Emil ist der Rangniedrigste und Dodo ist dann der Meinung, er muss mal gucken gehen, was der da drin macht. Aber da drin hängt auch nochmal ein Heunetz. Also ich habe in jede Box nochmal zusätzlich ein Heunetz gehängt. Jetzt kommt er da wieder raus. Ja, ich denke, die können sich schon heute beschäftigen und ab morgen wird es dann ja nicht mehr so langweilig und dann gibt es ja dann auch Koppel. Dann fahre ich jetzt erstmal nach Hause, setze mich an meinen Unikram, lerne. Das ist schon wieder viel zu spät geworden.